ging ja natürlich immer heiß her und es wurde sehr viel mit auch Fouls gespielt. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ich einmal sehr, sehr schlimm gefoult worden bin in Schalke. Das war zum Beispiel die Szene, die dann später wirklich für meine Karriereende gesorgt hat. Aber also es war jetzt natürlich keine Absicht. Was natürlich immer in Erinnerung bleibt, ist die Meisterschaft, das war 2005, 2006. Und unser Mitkonkurrent Fenerbahçe hatte damals noch ein Spiel zu spielen, was zur gleichen Zeit natürlich angepfiffen wurde. Aber es war so, dass es, glaube ich, 16 oder 18 Minuten nachgespielt wurde. Und da klar war, dass wir die türkische Meisterschaft gewonnen haben, da war natürlich also nichts mehr zu halten. Und jeder hat dann also gefeiert bis in die frühen morgendlichen Stunden. Es wurde auf jeden Fall immer von der Deutschen, von der DFB-Seite mit Missgunst natürlich mit beobachtet und auch gefürchtet, unsere Arbeit und auch sehr, sehr geschätzt. Nur unsere türkische Seite hat es nicht so richtig erkannt, wie wichtig eigentlich die Arbeit hier in Deutschland ist, um hinter unseren Jungs her zu sein. Meine Anmerkung ist nur, dass man es eigentlich versuchen sollte, diese Arbeit, die wir ja damals in Europa gehabt haben, diese Aufgabe wurde einfach jetzt abgesetzt. Aber diese Arbeit und diese Bemühungen um die Spieler fehlt mir einfach. Und das ist einfach schade für den türkischen Fußball. Durch diese falschen Entscheidungen damals hat es leider den türkischen Fußball um einige Jahre zurückgeworfen, was man jetzt wieder aufholen könnte. Ist mein eigentlicher Wunsch, dass es eines Tages wieder losgeht.